Machbarschaft. Sie haben richtig gehört. Das ist nämlich eine Kölner Initiative. Und die hat jetzt den Zuschlag von der Stadt bekommen, den historischen Petershof in Müngersdorf zu sanieren. Auf eigene Kosten. Der stand jetzt 6 Jahre lang leer. Ja, wirklich schade. Doch jetzt soll da bald wieder Leben stattfinden. Noch haben sie den Schlüssel nicht offiziell, durften aber heute schon mal gucken. Es ist der erste Besuch von einigen der Mitglieder der Initiative, nachdem sie den Zuschlag von der Stadt erhalten haben. Ideen haben sie viele für den Petershof. Reinkommen, dann sieht man erstmal so, wow. Und irgendwie so in so einem Ort dieses ganze Leben geballt zu haben. Kleine Kinder, arbeitende Menschen, wohnende Menschen. Ist ja irgendwie ein sehr schönes Zusammenkommen in diesem Bild des Hofes. Ist eine sehr junge Gruppe, aber sie bemüht sich auch so alte Menschen wie mich zu integrieren. Das ist nicht immer einfach, aber wir experimentieren mit mehr Generationen wohnen und auch die verschiedenen Wohnformen hier sollen das ja auch irgendwie möglich machen. Also es gibt Clusterwohnungen, es gibt Wohngemeinschaften, es gibt Familienwohnungen. Viele Kinder sollen hier Platz haben, ohnehin durch die Kita, aber es soll eben auch ausprobieren, wie ein Miteinander von verschiedenen Generationen funktionieren kann. Der Petershof ist einer der wenigen erhaltenen Vierkanthöfe in der Stadt. Mitten in Müngersdorf liegt er 1896. Als er gebaut wurde, war da noch viel Feld drumherum. In die Scheune soll die Kita rein, gut auch für den eigenen Nachwuchs. Sie wollen so viel wie möglich erhalten, zum Beispiel die alte Futterrinne. Auch ein Fahrradladen soll entstehen, das Ganze autofrei werden und einen Bäcker einziehen. Wir haben mit den Leuten aus Müngersdorf gesprochen. Wir haben so einen Mitmachtag organisiert, um im Sommer, direkt als wir das Konzept noch geschrieben haben, ein bisschen rauszufinden, was die Menschen sich hier vor Ort eigentlich auch wünschen. Und die haben eben gesagt, es fehlen so Orte, wo sie zusammenkommen können. Neues Leben, wo lange Tristesse herrschte. 2015 zog damals eine Kita aus. Der Hof stand seitdem leer. 50 Menschen sollen hier einziehen. In günstige Wohnungen, nicht mehr als 9,50 Euro pro Quadratmeter sollen sie kosten. Ein besonderes Wohnen im historischen Haupthaus. Das gucken sie sich gerade an. Mit etwas Sorge und viel Freude. Ja, beides. Aber ich meine, wenn man hier durchläuft, es macht ja schon Spaß, sich das vorzustellen, was hier sein könnte. Hallo, Müngersdorf! Die neuen Nachbarn sind hier willkommen, weil sie den Petershof wiederbeleben werden. Anders als nebenan, wo mit Genehmigung der Stadt das zweitälteste Haus des Ortes gerade abgerissen wird. Müngersdorf wird eine neue Mitte bekommen im Petershof. In 3 Jahren sollen die ersten Menschen einziehen.